Guten Morgen allerseits. Willkommen zum zweiten Tag der Award-Konferenz hier bei der Berlin Music Week. Wir starten heute Morgen mit einem Gespräch zwischen dem freien Musikjournalisten und Radiomacher Klaus Walter mit Markus Engert von Detektor FM. Und das Thema ist Produktionsbedingungen von Popkultur, ein Kassensturz. Wir werden gleich noch was zum Ablauf sagen und ich übergebe an die Sprecher. Dankeschön, ich bin Markus. Wir haben uns eben draußen darauf geeinigt, dass wir es total okay finden, wenn sich jeder einfach meldet bei Fragen oder Sorgen oder Nöten. Tut's bitte auch so. Frontalunterricht wollen wir nicht so richtig machen. Außerdem haben wir eben besprochen, dass wir uns ein Stück weit vom Titel abkühlen, distanzieren wollen. Produktionsbedingungen von Popkultur ist ein ganz großes Ding. Wir werden das anreißen, mal sehen, und wir es auch schaffen, da was zu liefern. Auf jeden Fall erzählen wir aus unserer Arbeitsrealität und unserem Leben. Klaus, der neben mir sitzt, kommt aus Frankfurt, ist seit den 70er Jahren als DJ und Autor tätig, beschäftigt sich mit Popkultur theoretisch und praktisch. Die FAZ hat mal geschrieben, es sei aus Versehen ein Beruf draus geworden bei dir. Stimmt das so? Ja, das kann man schon so sagen. Das klingt aber jetzt so ein bisschen wie aus der Steinzeit erzählen, aber es ist tatsächlich so, dass da viele Zufälle eine Rolle gespielt haben, dass ich zum Radio kam beispielsweise. Das sind Karrieren, die es heute in der Form kaum noch gibt, zumindest die Öffentlich-Rechtlichen setzen bestimmte Dinge obligatorisch voraus. Ich bin damals einfach seitlich eingestiegen, weil ich einen Artikel, eine wüste Polemik geschrieben habe gegen das Programm von dem hessischen Popradio von HR3, und dann wurde ich eingeladen ich sollte mal meine Thesen irgendwie da vorlegen und verbreiten, und dann haben die irgendwann gesagt, ach ja, wenn Sie das so gut wissen alles, dann machen Sie doch mal eine Probesendung. Und das ist heute völlig, völlig undenkbar, sowas. Also wie gesagt, Geschichten aus der Steinzeit. Kann man das eigentlich heute guten Gewissens jemandem raten, zu sagen, Popkultur soll mein Beruf werden? Das Zitat an der Wand ist von den Fehlfarben und ist ein bisschen frustrierend. Wir tanzen bis zum Ende, ja, zum Herzschlag der besten Musik jeden Abend, jeden Tag. Wir dachten schon, das wäre der Sieg, aber das war vor Jahren. Ja, das war ja auch schon vor Jahren. Das war auch schon 35 Jahre her oder 32 Jahre her oder sowas. Übrigens, einer meiner ersten Texte für die Taz hab ich über dieses Ding geschrieben, mit dieses Album. Ja Gott, was war die Frage? Ob man das guten Gewissens jemandem rat? Ach naja, das ist andererseits auch ein bisschen larmoyant, also dieses ewige Jammern, die Kritik wird nicht mehr gebraucht oder die Popkritik verfällt. Ich sehe das eigentlich immer eher... Es tun sich ja immer wieder andere Räume auf, also beispielsweise die Räume, in denen wir beide arbeiten, Internetradios, ne? Bei allen Schwierigkeiten, die wir da haben, gerade ökonomisch, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf. Aber es ist natürlich immer noch ein Beruf, der sehr viel mit Spaß zu tun hat und mit Genuss und mit Musik hören, zu Konzerten gehen. Also es gibt, glaube ich, schlimmere Berufe als den nach wie vor bei aller Prekarität, die da im Spiel ist. Du hast mal geschrieben, gute Popmusik, gute Popkultur entsteht immer dann, wenn man in einem Gefängnis ist und raus will. Was? Ja, aus dem unbedingten Willen rauszukommen aus diesem oder jenem Gefängnis sind die besten Popsongs entstanden. Ja. Ich weiß, das ist total fies, jemanden unvorbereitet mit eigenen Zitaten zu konfrontieren. In der aber Tat. In welchem Gefängnis sind wir denn gerade? Gerade, oh Gott. Also ich könnte jetzt von den Gefängnissen meiner Jugend erzählen, aus denen ich raus wollte, aus den Suburbs von Frankfurt, wo mich Popmusik damals mir geholfen hat, da rauszukommen. In welchem Gefängnis sind wir heute? Hat jemand eine Idee? Ich wüsste jetzt nicht. Vielleicht in dem Gefängnis der zu großen Wahlmöglichkeiten. Aber wie man da rauskommt, weiß ich jetzt auch nicht. Also, einfach irgendwas machen. Einfach irgendwas machen. Ja, also Wahlmöglichkeiten im Sinne von, aber das ist auch so eine, wieder so eine Verfallsgeschichte, da muss man auch vorsichtig sein. Also Wahlmöglichkeiten im Sinne von, ich kann mich entscheiden unter ganz vielen Musiken zum Beispiel auch. Also bei so Veranstaltungen wie hier, wo man sich sozusagen in fünf Teile teilen könnte, um alles mitzubekommen. Oder dieses Gefängnis, diese Fiktion, ich möchte alles mitbekommen. Also ich hab bis vor einigen Jahren tatsächlich noch so den Anspruch gehabt, ich möchte irgendwie alles mitbekommen, was in der
Popmusik passiert. Den kann man nicht einhalten. Nee, das konnte man auch vor 20 Jahren kaum, aber es wird jetzt immer schwieriger. Also durch die bekannten Bedingungen, Digitalisierung, Produktion wird billiger, es ist einfach leichter zu produzieren, aber Beans hat es gesagt, der Rapper Beans, too many MCs but not enough listeners, das ist, glaube ich, die Situation. Martin Büser hat das irgendwie auch mal ganz nett zum Pop gesagt, er sagt, Pop ist halt inzwischen total gleichzeitig, alles ist immer für alle da und das verläuft eben nicht mehr so Stück für Stück und hintereinander weg, und die Popkritiker oder wir als Poptheoretiker haben immer so gearbeitet, dass wir das so als Verlauf linear begreifen und darüber reden, was gerade war und dann das Nächste und dann das Nächste. Ist das auch ein Eindruck, den du so hast, dass inzwischen alles gleichzeitig für alle da ist und man deswegen damit nicht mehr umgehen kann? Tja, alles gleichzeitig, ja, in gewisser Weise ja. Andererseits gibt es seit Jahren auch schon, es gibt die Historisierung und es gibt die Kritik an der Historisierung, also Stichwort Retromania, Simon Reynolds, das gibt es nun auch schon seit etlichen Jahren. Das Buch ist auch schon 5 Jahre alt und die Kritik daran, an der Historisierung gab es auch schon länger. Also ich finde einen anderen Begriff, den ich weiß nicht, ob Reynolds ihn in die Welt gesetzt hat, den finde ich eigentlich ganz brauchbar, um so die Situation zu erfassen, nämlich den Begriff der Atemporalität. Also dass Leute, die sagen wir mal ab den späten 80ern auf die Welt gekommen sind, die sind im Grunde mit in einer atemporalen Situation groß geworden. Das heißt, sie haben heute Zugriff auf Musiken der gesamten Popgeschichte und das gebiert dann 20-Jährige. Ich habe bei ByteFM, also das Internetradio, für das ich arbeite, sehr viel mit jungen Kollegen zu tun, die so Anfang 20, Mitte 20 sind, Kolleginnen auch viele. Und da habe ich mich vor 1-2 Jahren mal mit einem unterhalten, länger. Und der sprach mit einer Selbstverständlichkeit von den Young Marble Giants, sich sehr verblüfft war und sprach aber gleichzeitig von Contemporary Musik. Und ich habe dann mal zurückgerechnet, die Young Marble Giants haben mein einziges Album rausgebracht, Colossal Youth, 1980. Und habe dann so gerechnet, der war vielleicht Jahrgang 1989 oder vielleicht auch 91 oder so. Und ich habe dann mal zurückgerechnet, wenn ich so über Musik sprechen wollte, die 10 Jahre vor meiner Geburt entstanden ist, dann müsste ich über, keine Ahnung, Bessie Smith oder den jungen Frank Sinatra reden. Und das meine ich mit Atemporalität. Das heißt, viele von denen, die heute Anfang 20, Mitte 20 sind, verfügen über dieses wahnsinnige Wissen, verfügen auch über Zugriff auf Musik aus allen Epochen und gehen dann damit auch so um, also auch in der Produktion. Also ich habe das anhand von Maria Minerva, mit der habe ich neulich ein Interview gemacht, so gemerkt, mit welcher Selbstverständlichkeit die sich auf Paula Abdul zum Beispiel bezieht. Ich weiß nicht, wer hier im Saal noch Paula Abdul kennt. Die war mal so Anfang der 80er so eine Ersatzmadonna für eine kurze Zeit. Straight up, now tell me. Sehr gut. Sehr gut. Und ich hätte die Musik von Maria Minerva niemals mit Paula Abdul in Verbindung gebracht. Für mich war Paula Abdul also so eine Mini-Episode in der Geschichte. Und ich habe mich dann gefragt, noch dazu zur Atemporalität kommt bei ihr, auch bei einer Frau wie Inga Copeland oder bei Fatima Al-Qadiri, kommen diese Migrationsströme sozusagen in der eigenen Biografie, spielen da eine Rolle. Also die Minerva ist in Estland geboren, hat dann in London gelebt, dann in Los Angeles, dann in New York oder umgekehrt. Das heißt, um es mal zu verallgemeinern, diese Verquickung von Biografie und Lokalität und Linearität in der Erfahrung, das ist eine ganz andere. Ich habe die vollkommen, ich bin in meinem ganzen Leben nie aus Frankfurt rausgekommen, also das ist so eine ganz harte Linearität und Lokalität. Und als ich mit ihr gesprochen habe, also wir haben über Skype gesprochen, da wurde mir das so deutlich, wie also was das für eine Auswirkung hat, diese Atemporalität für den Umgang mit Musik. Ich habe mich dann gefragt, was hört die jetzt ausgerechnet bei Paula Abdul, was sie interessiert? Sie hat dann gesagt, neben Paula Abdul hat sie
Ach, dieser Rapper, der in Wiesbaden geboren wurde, ein ziemlich großer, populärer Rapper. Rapper aus Wiesbaden sind nicht meins. Rapper aus Wiesbaden sind nicht meins. Okay, also um es nochmal zu sagen, ich glaube, das ist eine völlig andere Erfahrung und ein völlig anderer Umgang mit Musik, und ich hätte mich gerne in ihren Kopf versetzt oder in ihren Körper, um zu erfahren, was hört die da bei Paula Abdul. Also dieses, dass man an alles gleichzeitig ran kann, sorgt ja auch für eine ganz neue Form von Remix-Kultur. Das ist, glaube ich, auch so was, was viele in der Popkulturwirtschaft oder in der Musikwirtschaft noch nicht so verstanden haben, dass der Besitz eines Musiktitels halt heute nicht mehr funktioniert. Du kannst die Kunst teilen, ohne dass es dadurch kaputt geht. Ja, wenn ich einen Picasso besessen habe oder eine Marmorstatue, dann konnte ich die eben nicht einfach so zerteilen und dir zum Beispiel schenken, weil dann habe ich sie nicht mehr. Das ist eben heute nicht mehr so. Hast du das Gefühl, dass wir alle das viel stärker verinnerlichen müssen in dem, was wir machen? Wir reden jetzt gerade ein bisschen über das, wie man Geld verdienen hat oder Geld verdienen konnte in der Popkulturindustrie. Was war die Frage jetzt? Ob du das Gefühl hast, dass das Wissen, dass eine Kopie nicht unbedingt gleich was kaputt macht, dass das schon bei allen so angekommen ist? Also ich würde sagen, bei Leuten meiner Generation eher weniger, also auch gerade bei denen, die medial damit umgehen, also bei Radiomachern beispielsweise, meines Alters oder sagen wir mal bei denen jenseits der 40, sagen wir mal, da habe ich nicht den Eindruck, dass diese ganzen grundlegenden Veränderungen, die vor allem durchs Internet gekommen sind, dass die so ganz angekommen sind. Also der Begriff der Originalität beispielsweise oder der Reproduzierbarkeit, ja. Was Benjamin schon vor 80 Jahren oder 90 Jahren geschrieben hat, das ist ja jetzt sozusagen in der Popmusik durch andere Technologien hat das eine ganz andere umwälzende Bedeutung. Und ich glaube, viele wollen das auch gar nicht auf sich zukommen lassen und an sich rankommen lassen. Also dass der Begriff des Originals erodiert oder sich aufgelöst hat, das weniger. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich würde mich manchmal gerne in 30 Jahre jüngere Körper versetzen, auch aus anderen Gründen, aber um diese Erfahrung, also ich finde sie gleichzeitig manchmal beängstigend, also weil ja alles, was man nicht fassen kann, irgendwie bedrohlich ist und die Flut, also wenn ich schon das Wort, die Flut der Neuveröffentlichungen, wir müssen Ordnung in die Flut der Neuveröffentlichungen bringen, das ist ja so ein Musikjournalisten-Standard-Quatschsatz. Aber trotzdem hat er natürlich einen Kern, er spiegelt im Grunde auch die Erfahrung von Konsumenten in gewisser Weise wieder, die angesichts der real existierenden Flut sozusagen irgendwelche Ordnungsprinzipien sich danach sehen, teilweise. Ich weiß nicht, also es ist auch bei Jüngeren logischerweise, je jünger die werden, desto weniger spielt das eine Rolle, zumindest in den alten Ordnungskriterien. Wir hangeln uns weiter von Zitat zu Zitat, und das nächste ist wieder von dir und heißt: Heute ist der ganze Scheiß beschwerlich, die Nischenökonomie so kaputt wie die New Economy. Ja. Du schüttelst schon so verständnislos mit dem Kopf. Was hat dieser Typ da für einen Quatsch geschrieben? ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, in welchem Zusammenhang das war, aber New Economy schon kaputt, 2006. Also, wie war denn dieser Dreiklang von Produktion und Vertrieb und Herstellung, wie war dieses ganze Regelwerk, als du begonnen hast zu arbeiten, und wie hat sich das so verschoben? Als ich begonnen habe zu arbeiten, das ist, glaube ich, gar nicht mehr vorstellbar. Also ich habe 1984, genau vor 30 Jahren, also angefangen, Radio zu machen in einer Landschaft, da gab es kein Privatradio, es gab kein Privatfernsehen, es gab kein... Sind die schuld? Schuld ist keine Schuldfrage. Es gab, lass mich gerade das noch sagen, es gab kein Musikfernsehen. Das Musikfernsehen, MTV, war schon ein wahnsinniger Einschnitt, dass MTV und andere Musikfernsehen die Deutungshoheit des Radios angegriffen haben, respektive, um in Schuldkategorien zu reden, dass das Radio umstandslos diese Deutungshoheit an das Musikfernsehen abgegeben hat, bis hin, dass Plattenfirmen einen bemustert haben mit irgendwelcher Musik
und dann im Info-Dazustand, im sogenannten Informationsbegleitschreiben, stand dann drin, dieser Song ist bei MTV bereits in der Rotation XY. Das heißt, lieber dummer Radiomacher, das kannst du bedenkenlos spielen, weil auf MTV läuft sowieso. Das war zum Beispiel ein gewaltiger Einschnitt. Der andere gewaltige Einschnitt kam mit dem Mauerfall, denn genau zur Zeit des Mauerfalls begann auch der Siegeszug der Privatradios, also so Ende der 80er. Und da haben sich die Popradios umstandslos angepasst. Die haben gesehen, huch, die machen das ganz anders. Die machen keine Sendungen mehr, wo eine Stunde lang neue Platten vorgestellt werden. Das gab es mal. Nur neue Platten, nur unbekanntes Zeug. Sondern die machen eine eng geführte Rotation. Die haben eine Playlist von 300-400 Songs, die in einem bestimmten Rhythmus eben immer wieder rotieren. Das haben die Privatradios nach amerikanischem Vorbild etabliert. Und das war aus dem Stand ein riesiger Erfolg. Und die Popwellen, ich glaube, das kann man für ganz Deutschland sagen, Land auf, Land ab, haben sich da in kürzester Zeit diesem Erfolgsmodell angepasst, bis zur Verwechselbarkeit. Das war ein riesiger Einschnitt, jetzt was das Radiomachen angeht. Und im Print würde ich sagen, also wenn wir von der Popkritik reden, also der Trend geht sozusagen zum immer weniger, immer kürzer, also kürzere Texte, die Textlänge, die durchschnittliche Textlänge einer Musikkritik in den 80ern, sagen wir der Frankfurter Rundschau oder der FAZ oder so, war 3-4 Mal so groß, wie es heute der Fall ist, wenn das überhaupt noch gibt. Und analog dazu hat sich natürlich auch die Länge von Radiobeiträgen immer weiter verkürzt. Als ich anfing, war ein Beitrag von 6-7 Minuten in einem Popradio-Kontext nicht unüblich und heute geht es 4 Minuten, nee, 3,30, nee, 3, runter auf 1,30, sowas. Das ist schon total verwunderlich, dass eigentlich das Medium, das immer die Heimat war, von Dinge hörbar machen, den Popdiskurs sich so komplett ausverleibt hat, oder? Weil jemand anders kann ihn nicht hörbar machen. Gut, Musikfernsehen, aber das ist ja auch nur noch eine Farce seiner selbst. Da würde ich aber schon auch widersprechen. Es gibt, wie gesagt, ich möchte es nicht alles als Verfallsgeschichte erzählt wissen. Es gibt ja noch ziemlich große Inseln. Also es gibt auch ironischerweise in Bayern die riesengroße Insel Bayern 2, Zündfunk und alles, was sich da drumherum gruppiert, wo ich auch ab und zu für arbeite, wo du unter ziemlich guten Bedingungen, wo dir wenig bis gar nicht reingeredet wird, wo Autorenradio alter Schule in gewisser Weise genauso existiert wie relativ intelligent gemachte Magazinsendungen, wo ein Popdiskurs, soweit es möglich ist, wenn man es so nennen will, durchaus geführt wird. Der Zündfunk ist notorisch bedroht, von der Abschaffung bedroht und wird immer wieder attackiert, aber hat sich gehalten. Das ist aber auch eine skurrile Struktur. Dieses Bayern 2 ist noch eines der wenigen Kraut- und Rübenradios. Also hast du ein bisschen Volksmusik, dann hast du Zündfunk. Also die sogenannte Durchhörbarkeit spielt da überhaupt keine Rolle. Das ist ein reines Einschaltprogramm. Die Inseln vergleicht mit der reinen Landmasse, die zum Beispiel so Kulturwellen und Infowellen und ähnliche Wellen einnehmen. Das ist schon kein Vergleich, oder? Ja, sicher, klar. Im Großen und Ganzen stimmt es natürlich, dass viele, viele ARD-Wellen sich überhaupt keinen Diskurs über Popmusik leisten. Also die haben entweder die Dudelfunkwellen, wo Popmusik gespielt wird, aber nicht darüber geredet wird, und dann die Kulturwellen, wo teilweise es Inseln gibt, also Deutschlandradio Kultur, gibt es ja auch eine Pop-Berichterstattung, aber das sind dann oft halt so Nischen, die auch zeitlich gesehen, hier vorne sitzt Günther Jansen, der auch schon sehr, sehr lange Radio macht und der mir gestern erzählt hat, er hat einen ganz tollen Sendeplatz, jetzt wie alle 4 Wochen samstags nachts von 1-4. Aber live von 1-4. Habt ihr Erhebungen, wie viele Leute da zuhören? Kennst du alle persönlich? Ja, also das ist... Ja, genau.
nicht messbar. Also das ist natürlich exemplarisch, dass eben solche Sendungen so eine Feigenblattfunktion haben und eben immer tiefer in die Nacht geschoben werden oder dann eben irgendwann abgeschafft werden. Woran liegt das denn, dass unter dem Kulturbegriff Popkultur so gar nicht mitgefasst wird bei diesen Wellen? Also irgendjemand muss das ja entscheiden und folglich irgendeine Angst haben. Blame it on the Internet, würde ich sagen. Also they blame it on the Internet. Das heißt, also ich hatte im Verlauf meiner Abschaffungsgeschichten da beim HR, habe ich ja einige von erlebt, hatte ich mit einflussreichen Funktionären zu tun, also in der Hierarchie sehr weit oben, die sowohl gesagt haben wörtlich, ach Herr Walter, wissen Sie, das Internet wird allgemein überschätzt. Das war vor einigen Jahren, da gab's so eine Internetinitiative gegen die Abschaffung meiner Sendung damals und da haben dann in kürzester Zeit, keine Ahnung, 3.000 oder 4.000 Leute unterschrieben. Da sagte mir dieser Hierarch, wissen Sie, das Internet wird überschätzt. Und gleichzeitig, von wegen Blame it on the Internet, gibt es immer wieder die Argumentation, dass eben so Special Interest Sachen, von denen wir reden, aber Special Interest ist dann schon das, was sich hier abspielt. Also der Headliner von gestern Abend, Sing Kane, das sozusagen wichtigste Pferd im Stall im Moment, glaube ich, bei City Slang, zumindest was aktuelle Veröffentlichungen angeht, relativ groß, aber da ist das Special Interest Minorität, spielt keine Rolle. Ja. Und da wird dann gesagt, so Special Interest, Leute, die an solchen Dingen interessiert sind, die gehen doch ins Internet. Die gehen ins Internet, in Klammern, die sollen doch ins Internet gehen und sollen sich da damit beschäftigen. Brauchen wir uns, es ist nicht von majoritärem Interesse, also brauchen wir uns damit nicht zu beschäftigen. Jetzt erleben wir beide in den Sendern, in denen wir sind, bei Byte und bei Detektor FM, dass Leute in diesen Häusern arbeiten, die wir eben kritisieren, die zu uns kommen, weil sie dort was anderes verdienen als das Geld. Das ist ja eine reine Absurdität. Ja, da können wir, also das ist diese digitale Nischenökonomie, obwohl das vor Byte FM und auch vor Detektor geschrieben wurde, aber das ist schon eine Absurdität erster Güte. Also wir haben bei Byte FM arbeiten ganz viele Leute, die, wie ich, Jahre, teilweise Jahrzehnte Erfahrung im Öffentlich-Rechtlichen haben, die da zum Teil entweder fest angestellt oder feste Freie oder regelmäßig beschäftigte Freie sind und da gutes Geld verdienen. Die verdienen da ihr Geld mit sozusagen entfremdeter Arbeit, überspitzt gesagt, und gehen dann zu Byte FM oder zu euch, um dort das zu machen, was sie eigentlich gelernt haben und was sie eigentlich auch ganz gut können, nämlich Autorenradio oder eben Musikradio, Popdiskurs meinetwegen, und das aber ohne Geld, also zu Praktikantenbedingungen. Das ist auch das, was mich so, hatte ich auch mal drüber geschrieben, was mich so geärgert hat. Byte FM, ihr wart ja, glaube ich, nominiert für den Grimme-Preis, ne? Und Byte FM hat ihn bekommen, so 2 Jahre nach dem Start. Und in der Begründung, ich will es gerade mal vorlesen, weil ich es exemplarisch finde, in der Begründung erinnert die Jury an alte Zeiten, jetzt Zitat, bevor der kommerzielle Umbruch der Radiosender den geschmacksbildenden Radio-DJ durch den chartgesteuerten Computer ersetzte, dass erst ein neues Medium genau das auferstehen lässt, was viele mit Wehmut an die früher vor dem alten Medium verbrachten Stunden zurückdenken lässt, mag Ironie des Schicksals sein. Doch ist Byte FM kein verklärter Blick in die Vergangenheit, sondern eine von Musikliebhabern für Musikliebhaber gestaltete Plattform. Ich glaube, diese Vokabel Musikliebhaber ist bei dir so ein Reizwort. Ne? Da könnte ich kotzen, ja. Also ich finde, also das ist so ein vergiftetes Lob. Also es ist natürlich gut gemeint, klar, aber es ist so ein vergiftetes Lob, weil es so niedlich daherkommt und weil es natürlich völlig verschweigt, dass diese niedlichen Musikliebhaber, dass die gucken müssen, wo sie ihr Geld herbekommen und dass diese Qualitätsarbeit und was da alles gelobt wird, dass die unter miserabelsten Bedingungen zustande kommt und was eben noch auch völlig rausfällt, dass wir alle, die wir so arbeiten, dass wir ständig unsere eigenen Qualitätsstandards unterschreiten müssen. Also weil wir eben
wenn ich kein Geld bekomme für meine Arbeit, dann habe ich weniger Zeit, dann kann ich eine Sendung nicht so vorbereiten, wie ich mir das vorstelle. Ich kann keine Moderation schreiben, was ich immer empfehlen würde, oder zumindest sich ein paar Sätze zurechtzulegen. Das Vertrauen auf die spontane Eingebung, das können nicht viele. Und das heißt, ich bin eigentlich ständig im Zustand der Unzufriedenheit. Scheiße, das hätte besser sein können. Diese holprige Moderation, die könnte ich eigentlich nochmal aufnehmen. Also das heißt, das, was da so gelobt wird, wenn die Bedingungen anders wären, wenn da Geld da wäre, würde unser Radio ganz, ganz anders klingen. Und es hätte wirklich Qualität, die es so nicht haben kann. Für viele ist die Messlatte ja auch zu hoch, zu sagen, das muss nicht immer alles klingen wie ein Feuilleton aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Beide klingt total toll. Du gehst unzufrieden nach Hause. Ah, naja, das ist dieses, der Charme des Amateurhaften und des Unperfekten. Der verbraucht sich sehr schnell. Also ich höre das einmal und lache mal drüber, wenn sich jemand sympathisch verspricht und so. Und ich lasse auch manchen Versprecher drin, oder ich lasse drin, wenn mein Hund bellt hinten. Und der ist dann bekannter als ich irgendwann. Also das ist natürlich auch Radio irgendwie, ne? Aber trotzdem, wenn ich, das kann ich hier sagen, wir sind ja unter uns sozusagen, wenn ich den ganzen Tag Byte FM höre oder auch andere, also bleiben wir mal bei Byte FM, da denke ich alle 10 Minuten, warum läuft das jetzt so? Warum macht man das nicht anders? Nochmal strukturell vielleicht, ein Effekt dieser eben von mir geschilderten Situation, dass Autorenradiomacher oder Radioautoren, sagen wir mal so, dass die bei Byte FM sich sozusagen selbst verwirklichen können in gewisser Weise. Ein Effekt, der war am Anfang ganz stark zu beobachten, war der, dass viele von diesen Autoren dann so weitergemacht haben, wie sie im Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet haben. Das heißt, viele kamen aus so einer Nischenposition. Das heißt, sie haben spät abends ihre Sendung gemacht, wo sie das gespielt haben, was ihnen gerade auf den Tisch gekommen ist, was sie gut finden, was neu ist, und waren aber im öffentlich-rechtlichen Zusammenhang oft die Einzigen, die in so einer Position waren, also die einsamen Rufer in der Wüste, die dadurch so eine Leuchtturmfunktion, sagt man gerne, hatten. Dann kommen sie aber zu Byte FM und da kommen lauter so einsame Leuchtturmwärter zusammen und machen so weiter, und es hatte dann den irren Effekt, dass die neue Syncane oder die neue Interpol oder was weiß ich, wie sie heißen, oder you name it, dass die dann Stunde um Stunde gelaufen ist. Also dass man plötzlich die Illusion hatte, wow, das ist sozusagen das Populärste, was es im Moment gibt. Das heißt, wir alle haben uns nicht auf diesen Umbruch oder diese Veränderung haben uns damit nicht auseinandergesetzt, dass wir jetzt sozusagen ein Monopol haben. Und das führt dann zu dem merkwürdigen Effekt, dass man wirklich jede Stunde dann bestimmte neue Platten gehört hat. Und da gibt es aber keine Steuerung. Also es gibt keinen Redaktionsleiter, der sagen kann, sprecht euch mal ab oder vergleicht mal eure Playlists oder spielt man nicht alle denselben Song aus dem neuen Album von XY? Das gibt es alles nicht. Es gibt keine Steuerung, und dadurch klingt das, ist das paradox. Also hört man um 5 vor 10 hört man denselben Song wie um 5 nach 10, wenn es schief geht, was keine Katastrophe ist, aber das sind eben so die merkwürdigen Dinge. Der Diederichsen hat mal geschrieben, dass das Publikum heute das zu gutieren weiß, dieses Scheitern und dieses Amateurhafte. Trash und Scheitern, das ist schon diese Selbstverklärung, mit der wir uns das alle gegenseitig die ganze Zeit entschuldigen, ne? Und sagen, das ist der Status quo, wir kriegen es nicht besser hin, aber die Leute scheinen es auch nicht zu stören. Ich würde hier mal auf das Datum dieses Statements verweisen wollen. Jetzt lässt du mich auflaufen. Ja, ich glaube, dass das auf eine sehr spezifische, also da ist ja auch Schlingensief hier mit im Spiel, dass es auf eine sehr spezifische Konstellation historisch und künstlerisch bezogen ist. Generell meinst du, ein Publikum findet im Scheitern und im Amateurhaften nichts Attraktives? Doch, temporär. Aber nicht, wenn es sozusagen Gestaltungsprinzip ist oder aus der Not geboren ständig gescheitert wird. Das geht irgendwann auf die Nerven, ist doch klar. Wollen wir mal im Publikum fragen, ob es Fragen gibt, wo wir euch schon dissen jetzt gerade? Keine. Ja, wir da hinten. Wir,
Wir haben ein Saalmikro, also wir hören sehr schlecht hier aus dem. Ich weiß nicht genau, wie lang das ist, das Kabel. Hallo, Jutta Petermann, Deutschen Radio Kultur. Ich habe gar keine Frage, sondern wollte nur kurz richtigstellen, dass in Deutschen Radio Kultur Pop-Berichterstattung stattfindet. Zweimal täglich, tagsüber in der Woche, also nicht in der Nacht verschwindet und auch nicht auf das Internet vertraut wird. Es gibt die Tonart-Sendungen 11 Uhr bis 12 und 15:30 bis 17 Uhr und da findet allerlei statt an Pop-Berichterstattung, Klassik natürlich auch, aber eigentlich auch Nischen und so weiter. Also ja, wir schieben es nicht sozusagen anderen Leuten zu. Gut. Das ist, da find, und es ist noch relativ neu, aber vorher gab es im Radiofeuilleton auch jede Stunde zweimal Plattenvorstellungen und so weiter und so fort. Ja, hatte ich gesagt. Hatte ich gesagt, dass das bei Deutschland Radio gut. Das ist tatsächlich auch eine sehr angenehme einsame Insel, zumindest das Radiofeuilleton gewesen. Also wo sowas möglich war, was beispielsweise beim Hessischen Rundfunk, von dem ich halt zwangsläufig geprägt bin, überhaupt nicht möglich war. Da konnte man, ich habe da mal das Vergnügen gehabt, 25 Minuten am Nachmittag, sozusagen am helllichten Nachmittag, anlässlich des, glaube ich, 10. Todestages von Margaret Thatcher zu reden über die Folgen oder die Auswirkungen des Thatcherismus in der britischen Popkultur. Also ein echtes Spezialthema und das ging auch, also da staunt man, also auch über die Unterschiede der ARD-Wellen. Also wenn ich das beim Hessischen Rundfunk vorgeschlagen hätte, die wären aus dem Stuhl gekippt. Gibt es sonst eine Frage? Will noch jemand seinen Ruf wieder gerade rücken? Nein. Dann kommen wir doch mal zu denen, die mit Popkultur und Popkulturkritik arbeiten. Lassie Singers, nur weil wir keine Ausbildung haben, machen wir den ganzen Scheiß. Den Satz hast du auch schon mal benutzt. Was interessant an dem Satz ist, dass er sich im Laufe der Zeit so ein bisschen gedreht hat gegen sich selbst. Ne? Wie? Ich glaube, er war mal so aus dem Punk-Kontext irgendwie herausgeschrieben und wir machen das eben, weil wir keine Ausbildung haben und heute machen alle die keine Ausbildung haben, halt mangels Alternative irgendwie Pop. Ja, Pop kann jeder. Ja. Denkt zumindest jeder. Naja, da ist natürlich auch was dran. Also es gibt ja kaum ein Feld, wo man über Selbstermächtigung und auch eine performativen Selbstüberhöhung in gewisser Weise, wo man so viel erreichen kann. Mhm. Also ich sage immer, wenn meine beiden Musiklehrer, die mich sehr geprägt haben auf sehr negative Art, wenn die wüssten, womit ich meinen Lebensunterhalt bestreite, die würden im Grab rotieren. Das waren zwei Nazis, kann man sagen, zwei sehr unterschiedliche. Ein Depressiver, der immer nur vom armen Grab von Mozart uns erzählt hat und so eine Art Operetten-Nazi, der beschwingt uns die klassische Musik nahebringen wollte, was völlig, völlig gescheitert ist. Es ging nicht. Und die uns Popmusik sowas von verdorben haben, beziehungsweise die das gehasst haben. Und das hat mich sehr geprägt, also die gegenseitige Abneigung. Also das ist ja, oder war zumindest das große Versprechen von Pop, es kann jeder mitmachen und jeder kann sich einen eigenen Reim drauf machen. Und Maria Minerva kann eben im Jahr 2014 sich einen anderen Reim auf Paula Abdul machen. Und das ist ja nach wie vor, also dieses Versprechen, da ist ja auch ein Versprechen in diesem Satz. Aber der ist jetzt auch schon wieder 25 Jahre alt, glaube ich, und was der Satz nicht hat, ist natürlich das Prekäre, also so, was er nicht abdeckt, der prekäre Abgrund, der auch mit Alter zum Beispiel zu tun hat, dass der ganze Scheiß, der mal ein heißer Scheiß war, dass der mit den Jahren auch nicht mehr so gut funktioniert. Das ist eben also eine Antwort auf die Frage des Alterns im Pop gibt es auch nicht. Also einzelne eher Männer als Frauen haben einen Modus gefunden, also sozusagen die Verklassikerung von Figuren eben wie Dylan oder ein Nick Cave macht jetzt einen Film, der heißt 20.000 Tage auf dieser Erde oder so ähnlich. Aber das sind halt so einzelne Figuren. Ansonsten ist das Versprechen dieses Satzes, das hat auch eine Altersgrenze, glaube ich. Was muss man denn mitbringen? Was muss man denn können? Wie kann man denn gute Popkulturarbeit und Popkritikarbeit, lernen? Braucht man einen Operetten-Nazi als Lehrer, um zu opponieren? Oder was,
Ja, die gibt es ja zum Glück nicht mehr, die sind ja ausgestorben. Oder was heißt zum Glück? Da ist ja auch ein Real, also die Reibung an solchen Autoritäten und die Nutzung von Popmusik, von Pop überhaupt als großes Wort, Emanzipationstool sozusagen, das ist ja was sehr Wichtiges und was sehr Tolles. Und das gibt es in jeder neuen Musik. Also jede neue Musik ist dann idealerweise ein Sprungbrett, eine Plattform oder eine Möglichkeit, sich mit irgendetwas zu bewaffnen, gegen irgendwas und irgendwen. Aber wie macht man guten Popdiskurs? Mein Gott, wie macht man das? Indem man viel redet und indem man viel aufnimmt und sich in Situationen begibt, also auch die Orte, wo Musik passiert, also das öffentliche Hören, finde ich ganz wichtig. Und da hat sich natürlich auch ein wahnsinniger, also wo wir vorhin über Einschnitte gesprochen haben, das öffentliche Hören, vor 20 Jahren gab es noch sogenannte Ghetto-Blaster, wo Leute mit diesen portablen Radios durch die Stadt gelaufen sind und andere geärgert haben mit ihrem Hip-Hop oder sonst was da rauskam. Heute ist im öffentlichen Raum unglaublich viel Musik, aber alle hören das individuell, also über Kopfhörer. Das ist auch so ein Prozess, der glaube ich, in seinen Folgen noch nicht so richtig durchdacht ist. Was bedeutet das, wenn sozusagen jeder seine eigene Musik hört? Auch dieser Begriff in sowas wie YouTube, MySpace, also das Possessivpronomen wird immer wichtiger in der Musik. Oder Radiostationen bewerben ihr eigenes Programm mit deine Musik oder meine Musik. Also das ist sozusagen, und das verhindert ja auch sozusagen die Diskutierbarkeit von Musik. Also ganz oft hört man diesen Satz, das ist nicht meine Musik. Und damit ist das Gespräch beendet. Und man kommt nicht in eine Diskussion darüber, vielleicht, warum ist diese Musik gerade im Augenblick besser oder interessanter als jene. Sondern es wird eben, Musik ist Eigentum, meine Musik, nicht meine Musik. Wenn wir über Pop reden, also spätestens so seit den 80ern, ist da immer auch Ironie dabei. Also Pop und Popkultur ohne eine Ironiekomponente ist ja ganz schwierig. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum das irgendwann 20, 30 Jahre später endgültig dazu geführt hat, dass den Diskurs keiner mehr so richtig ernst nehmen kann, weil diese ironische Komponente so groß geworden ist? Also auf irgendeiner 80er-Party, auf einer 90er-Party, auf einer Hit-Party, auf einer Hip-Hop-Party, da sind immer diese ironischen Komponenten dabei. Die Leute ziehen sich ironisch an, nehmen ironische Accessoires mit. In der elektronischen Kultur, glaube ich, gar nicht so verbreitet. Also in so einem ordentlichen Technoschuppen ist wenig Ironie. Tja, da ist auch wenig Wort oft. Die Ironie, naja, die Ironie ist ja immer over. Jarvis Cocker hat, glaube ich, schon vor 20 Jahren gesagt, Irony is over. Dabei ist er einer der großen Ironiker eigentlich. Und das gehört ja immer dazu. Also Ironie als Dauermittel, als Dauerwaffe ist natürlich untauglich, aber ohne Ironie geht es irgendwie auch nicht. Aber ich gebe dir natürlich recht, diese mit einer Historisierung zusammenhängende Dauerironiebeschallung auf sowas wie 80er-Party und so weiter und wir ziehen uns nochmal so lustig an wie damals Fräulein Menke oder so, das ist natürlich nervtötend, klar. Kommen wir zu unserem vorletzten Punkt, vielleicht so ein bisschen Selbstkritik und Eingeständnis an unsere eigene Branche. In einem von deinen Büchern steht vorne im Vorwort, übrigens, wir haben beide Bücher von Klaus-Walter da, wir wollen sie eigentlich irgendjemandem geben hier im Raum, wir haben noch keinen tollen Modus gefunden, wie wir das entscheiden, also wer eine Idee hat, oder wer besonders werfen sie einfach in den Saal und wer fängt, hat. So Brautstrauß-mäßig. Naja, jedenfalls steht drin, wo sind wir hier gelandet, warum machen wir das, warum werden wir nicht endlich erwachsen? Klaus, weißt du, wer das gesagt hat von uns dreien? Das sind nämlich so Gesprächsbücher mit Thomas Meinecke und Frank Witzel. Ich meine, das steht im Vorwort und ich glaube dann, es ist von dir. Aber oh Gott, warum werden wir nicht endlich erwachsen? Ja. Weil wir Bitte? Erwachsen werden ist scheiße. Es ist so einfach. Weil wir keine Ausbildung haben wahrscheinlich. Machen wir den ganzen Scheiß. Müssen wir den ganzen Scheiß machen und müssen dann auch noch drüber reden und müssen irgendwie versuchen, Sinn zu produzieren.
Also die Frage, die dahinter steckt, ist ein bisschen, für wen führen wir diesen ganzen Diskurs eigentlich? Wer will das? Wer braucht das? Wer fragt danach? Da hält jemand was hoch, aber ich kann es nicht lesen. 10 Minuten. Ah, okay. Danke. 10 Minuten. Okay, 10 Minuten. Warum machen wir das? Ja, habe ich ja gesagt, weil es immer noch mit Genuss zu tun hat und weil es eine schönere Art ist, sein Leben zu bestreiten, indem man Schallplatten hört und zu Konzerten geht, als auf einer Baustelle zu arbeiten oder als sozusagen Datenverwalter. Also noch eine Geschichte aus der Steinzeit. Ich habe mich einmal im Leben auf eine feste Stelle im Hessischen Rundfunk beworben und war lange Zeit als Musikredakteur und war lange Zeit der einzige aussichtsreiche Kandidat. Und so auf der Zielgeraden kam dann ein Kollege vom Südwestfunk und hat mir den Job weggenommen quasi, mit der Begründung, der hätte ein Instrument gelernt, ich nicht. Und ja, ist ein Kriterium, kann man drüber reden. Nachfolgeverwendung im Klangkörper. Ja, genau. Und das war im Nachhinein die schönste Niederlage meines Lebens, weil wenn ich sehe, was aus den Leuten geworden ist, die damals so, wir reden von Ende 80er, Anfang 90er, die damals in diesen Beruf gegangen sind, Musikredakteur. Das war damals ein Beruf, wo man tagtäglich mit Musik Umgang hatte und Sendungen per Hand sozusagen bestückt hat und gestaltet hat, teilweise auch moderiert hat. Und das sind heute reine Controller. Also das sind reine Controller, die Computerprogramme überwachen und sozusagen Ausschaltimpulse verhindern. Autoren-DJs hast du das, glaube ich, mal genannt und hast dazu geschrieben, ja. Das sind alles Leute mit brutal großen Egos. Ja. Ja. Ja, jeder, der ein Mikrofon in die Hand nimmt und da reinspricht, öffentlich, hat ja auch irgendwie ein Mitteilungsbedürfnis und ein entsprechendes Ego, klar. Wo es jetzt diese vielen Rückkanäle gibt, also ein paar Jahrzehnte lang war der Job Autoren-DJ und Pop-Kritiker war ja eine Einbahnstraße. Man hat verlautbaren lassen, wie man das so sieht und keiner hatte die Möglichkeit, Widerspruch zu geben. Das ist nun vorbei, endgültig. Erleben wir vielleicht so ein bisschen gerade Rücken des ganzen Berufs? Also haben wir den Beruf vielleicht einfach zu lange überschätzt, die Blase zu groß werden lassen? Ja, natürlich. Also da gehört ja auch, eine Selbstüberschätzung, auch eine strukturelle und eine durchaus auch bewusste gehört ja dazu. Und bei dem ganzen Gejammer, bei dem ich auch immer mitjammere, es gibt keine Räume mehr, es gibt keinen Platz mehr, es gibt keine Möglichkeiten zu publizieren mehr. Da steht ja immer die Frage, wer nutzt eigentlich, sagen wir mal, Popkritik oder Popdiskurs? Ist das nicht auch, Tucholsky hat, glaube ich, mal gesagt, die Presse wäre ganz okay, wenn sie sich nicht so furchtbar wichtig nehmen würde. Also das steht ja auch immer im Raum, wer nutzt das? Also wer nutzt die ganzen Medien? Nehmen wir mal die Printmedien, wie die sich die Popkritik Printmedien in den letzten Jahrzehnten auch angenähert haben, auch personell. Also das ist ein bisschen so wie in der Champions League, dass Spieler von Real Madrid zu Chelsea wechseln und von Paris Saint-Germain zum FC Bayern, so ist es in den Musikzeitschriften. Also der Rolling Stone beschäftigt heute in entscheidenden Positionen ganz viele Leute, die vor 20 Jahren prägende Gestalten bei Spex waren, während bei Spex ist Chefredakteur ein ehemaliger Rolling Stone-Redakteur und entsprechend haben sich auch diese Medien inhaltlich viel mehr angeglichen. Und gestern war ja hier die Präsentation einer großen deutschen Firma, die sich eine Zeitschrift leistet, die sehr, sehr gut ausgestattet ist, wie wir alle wissen, und die dann natürlich auch irgendwas Produktives und was Tolles, nicht alles ist toll, was diese Zeitschrift macht, das will ich nicht sagen, aber es ist natürlich ein Luxus, nach Rio zu fliegen und mit Arthur Lindsay durch die Straßen zu gehen und dann mit Arthur Lindsay nochmal nach New York zu fliegen und dort mit ihm durch die Straßen zu gehen. Zur selben Zeit, als Electronic Beats die deutsche Ausgabe gestartet haben, fast am selben Tag hat Debug ihr Erscheinen eingestellt. Nicht nur, aber in erster Linie aus ökonomischen Gründen. Also es war so eine Art ökonomischer Burnout auch. Die haben ja jahrelang in diesem Modus auch der Selbstausbeutung gearbeitet. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, welche Bedeutung hat Popkritik? Braucht es in Deutschland, sagen wir mal, Groove,
Debug gab es bis vor kurzem, Electronic Beats, Specs, Musik Express, Rolling Stone, dann noch so Fachblätter wie Juice oder sowas, ja, Groove. Wer liest das alles? Und dann gibt es noch den lustigen Aspekt, dass viele gerade sozusagen, die jetzt anfangen in diesem Beruf, dass die dann in verschiedenen Zeitschriften parallel schreiben und noch bei Tageszeitungen. Also es ist oft so ein in sich selbst kreisender Diskurs auch. Wenn wir aber konstatieren, dass alle die diesen Beruf machen, ein sehr großes Ego haben und auch ein Sendungsbewusstsein, wieso haben wir es denn dann als Gemeinschaft nicht geschafft, über die Jahrzehnte uns stark zu machen gegen zum Beispiel die Promo-Abteilungen, gegen die Produktmanager, gegen die sagen, Besprechung können wir nur noch leisten, uns bei dem, der dann zwei Seiten weiter die große Anzeige schaltet. Also haben wir es einfach mit uns machen lassen oder war die Übermacht schlicht zu groß? Du meinst sozusagen die Korrumpierbarkeit von Medien, ja. Ja, Titelstory gegen ganzseitige Anzeige gibt es nach wie vor, das ist keine Frage, nur sind die Anzeigen halt nicht mehr so 5 Minuten, danke. ja, also natürlich ist es verlockend, es ist auch für einen einzelnen Musikjournalisten verlockend, eine Reise nach New York bezahlt zu bekommen und es gehört dann einiges an Durchsetzungsvermögen, dann über denjenigen, den man da in New York besucht und interviewt, zu schreiben, dass seine neue Platte scheiße ist. Dann wird man im Zweifelsfall beim nächsten Mal nicht mehr nach New York eingeladen oder nach Rio oder sonst wohin. Also diese Mechanismen, man nennt es Kapitalismus, glaube ich, die gibt es nach wie vor. Nur sind die Wege im digitalen Kapitalismus sind verschlungener als im analogen. Wie toll das mit den Überleitungen übrigens auch klappt die ganze Zeit. Kapitalismus, der Martenstein fragt den Bierbilcher ja, ob wir eigentlich viel mehr Reservate brauchen oder irgendwas. Und der Bierbilcher sagt, das geht halt nicht mehr. Das ist vorbei jetzt. Man kann nur noch mit Technik durch die Katastrophe kommen. Was ist denn deine Technik, um durch die Katastrophe zu kommen? Also ich sehe das nicht so katastrophisch. Martenstein ist übrigens tatsächlich der Martenstein, zur Erklärung auch wieder das Datum, das war 1998. Der hat jetzt ein anderes Verhältnis zum Kapitalismus, glaube ich. Mit Technik durch, also Durchkommen ist ja, das Durchkommen ist ja in der Formulierung von den Lassie Singers auch so drin, warum machen wir den ganzen Scheiß? Also es ist ja auch ein Durchlavieren und es ist, also diejenigen, von denen ich vorhin geredet habe, die ihr Geld verdienen, sozusagen mit entfremdeter Arbeit, in Anführungszeichen, es ist keine wirklich entfremdete Arbeit, und dann sich selbst verwirklichen in Selbstausbeutungsmodus, das ist ja auch so ein Durchlavieren. Mhm. Und wie gesagt, im Digitalen gelten dann nochmal andere Regeln und man macht halt so weiter irgendwie. Ist es nicht eigentlich auch ein Bild, dass wir die ganze Zeit über Sachen und Zitate und Texte und Titel und Alben reden, die 20 oder 30 Jahre alt sind? Die hast du ausgesucht. Es ist bestimmt symptomatisch. Was hinter dem polemischen Gehalt dieses Begriffs Retromania steckt, ist ja auch die Tatsache, dass Popkultur altert. Und das, also was ich in meiner Jugend mir nicht hätte vorstellen können, dass Paul McCartney nicht nur 64 wird, when I'm 64, sondern dass er irgendwie 72 ist und immer noch Musik macht und jetzt mit Kanye West zusammenarbeitet. Vollkommen, also dieser Prozess des realen Alters oder dass Bob Dylan endlos auf Tour ist und dass aber heute immer noch Leute, die seine Enkel sein könnten, sich mit ihm auseinandersetzen und gleichzeitig die neueste elektronische Musik hören. Also hinter diesem Altern und hinter der Historizität und hinter Retromania, was viele eben kritisieren, steckt diese reale Erkenntnis, das ist eine Banalität, aber dass Pop altert. Und das ist zumindest für einige wenige auch die Möglichkeit gibt, in Pop zu altern. Und wir sind eigentlich in der Post-Pop-Zeit. Postpolitisch, dachte ich, sind wir Post-Pop? Nee. Meine letzte Frage, bevor wir vielleicht noch ein, zwei Fragen aus dem Publikum abhandeln können, ist, es gibt dieses berühmte John Peel-Zitat, der sagt, er kann es einfach nicht verstehen, wieso die Leute aufhören, sich für neue Musik zu interessieren, während sie weiter ins Kino gehen, weiter Bücher kaufen und so weiter und so fort, weiter Ausstellungen besuchen. Kannst du es verstehen? Wie erklärst du es dir?
Naja, das ist, glaube ich, ab einem gewissen Alter die Angst vor dem Neuen. Also ich glaube, es ist tatsächlich auch nicht so, dass, also da ist ja ein kleiner Betrug in diesem Satz. Denn es ist ja auch tatsächlich so, dass viele irgendwann aufhören, ins Kino zu gehen oder nicht mehr so oft in Ausstellungen zu gehen. Aber das sind halt nicht genuin mit irgendeinem Begriff von Jugend verbundene Künste oder Bereiche, also die bildende Kunst, das Kino. Während neuer Pop ist immer noch an einen gewissen Begriff von Jugend gebunden. Und es gibt nach wie vor seitdem diese Alterspyramiden im Radio beispielsweise eingesetzt haben, gibt es ja auch so ein Ageism sozusagen. Also dass wenn man 40 ist, dass man gefälligst anfängt, Oldie-Radio zu hören. Also das ist ja ein sehr strukturierendes und wahrnehmungsstrukturierendes Gebilde. Und deswegen, und mit diesen Possessivpronomen, von denen ich vorhin gesprochen habe, deine Musik, meine Musik, das funktioniert ja auch über Altersabgrenzung. Also dass eben vor 20 Jahren, als Techno kam, hat kein über 30-Jähriger verstanden, was das ist. Das ist ja nur bum, bum, bum. Und heute, Sven Väth wird dieses Jahr 50, ne? Und Carl Craig, und die werden alle 50. Ne? Ja. So, jetzt oder nie. Kluge Fragen gewinnen ein Buch. Ich kann das auch mal zeigen. Die sehen schön aus. Und bitte. Das will keiner. Wir haben sie müde gequatscht. Oder deine Bücher will keiner, eins von beiden. Die klugen Fragen fehlen. Ich finde, für den Einwurf gibt es schon mal ein Buch. Kannst du jetzt raussuchen, welches? Die Bundesrepublik Deutschland oder Plattenspiele? Gut, kannst du hier vorne abholen. So leicht war es nie. So leicht war es noch nie, ja. Ja. Dann sage ich mal danke an Markus für die vielen, vielen Fragen und danke an euch für die Aufmerksamkeit, danke oder? Auch. Das mache ich. Tschüss.